Ja, moin Leute. Ich denke mal, die Kamera nimmt auf. Jawohl, sieht gut aus. Also, hallo erstmal. rchelitreff.de. Wir fangen jetzt auch an mit Videos. Kleine Flugvideos. Wir schnallen halt eine Kamera und den Heli und dann düsen wir ein bisschen los. Ich glaube, das macht ziemlich Bock, sich sowas mal anzugucken. Vor allen Dingen kommen gerade in Bodennähe doch ziemlich spannende Szenen zustande. Ich sag mal so, Hauptsache ein bisschen Luft ist noch zwischen Heli und Boden. Dann passt das immer. Mal ganz kurz zu unserem Fluggelände hier. Ich mache mal einen leichten Schwenk durch die Walachei. Ist schön grün, ne? Viel Platz. Ein bisschen windig, kriegt man hier hinter diesen Büschen nicht so ganz mit. Aber in dem Moment, wo man ein Stück nach oben guckt, sieht man schon, da sind so einige Böen unterwegs. Und da muss man dann ein bisschen aufpassen. Wir haben hier so ein Brett oder mehrere Bretter, insgesamt 4 Stück. 2 habe ich jetzt gerade ausgelegt, weil ich nur mit einem kleinen 450er unterwegs bin. Das ist ein Mechanismus. Der ist eigentlich recht easy. 2 Scharniere, die fest an dem Teil dran sind und hier oben dann 4 Scharniere, die lose sind. Das heißt also, man kann immer 2 Bretter, die zusammengehören, auseinander machen und kann dann, wenn man jetzt die anderen 2 Bretter hier in die Scharniere verbindet, eine große Start- und Landefläche bilden, die dann für 700er Helis, 550er wollte ich erst sagen, auch noch ausreichend ist, sodass man nicht immer grüne Heckblätter bekommt und der Rasenmäher auch noch ein bisschen was zu füttern hat. Ja, das ist so unser Fluggelände hier. Wir nennen es einfach mal den RC-Heli-Treff. Befindet sich irgendwo in Schleswig-Holstein. Übrigens ganz in der Nähe von einem, den ihr ganz bestimmt kennt. Das ist nämlich der Heli Ernst. Heli Ernst, das ist der, der tolle Anleitungen macht, super Flugvideos. Von dem haben wir uns ein bisschen, was die Flugvideos anbelangt, inspirieren lassen. Nicht, dass wir da in Konkurrenz stehen oder so, eher im Gegenteil. Der Heli Ernst, der lebt ja von seinem Geschäft und das wollen wir auch gerne unterstützen. Also klickt immer auf seine Videos, schaut euch seine Seite an. Da gibt es immer tolle Tipps und Infos. Und hier gibt es so ein bisschen Rumgefliege. Heli Ernst nennt es immer Heizen. Wir haben da noch keinen Namen für. Vielleicht kopieren wir das einfach, man weiß es nicht. Irgendwas lassen wir uns da auch noch einfallen. Auf jeden Fall, denke ich mal, werden wir diesen Sommer noch ein paar schöne Videos auch von den 700ern machen. Wir planen auch in Zusammenarbeit mit dem Ernst Flugvideos zu machen von geflogenen Objekten auf geflogene Objekte. Das heißt, ein Heli oder ein Quadcopter mit Kamera startet und ein anderer fliegt und dann wird aus der Luft und aus dem Boden gefilmt. Das wird sicherlich eine spannende Geschichte. Das schauen wir uns dann mal an. Übrigens da hinten noch ein Flughase. Allerdings ist es ganz schwer zu erkennen da hinten an den beiden Ohren nur. Die Fernsteuerung ist kaputt, deswegen kann er gerade nicht. Aber das repariere ich gleich und dann kriegen wir das sicherlich auch noch irgendwie gebacken.